für Luxemburg. Aus Portugal kommt in diesem Jahr eine Gruppe, die sich Os Amigos nennt, die Freunde, und die sich aus drei Damen und drei Herren zusammensetzt. Das Lied, das Os Amigos singen werden, heißt Portugal no Coração, Portugal in meinem Herzen. Der Text ist von Ari dos Santos, die Musik von Fernando Tordo, einer der Freunde. Dos Santos gehört zu den bedeutendsten Dichtern der portugiesischen Revolution. Seine Schlager sind immer auch politische Lieder und in Portugal liebt man bekanntlich Lieder mit politischem Inhalt. Sogar das Signal zur Revolution vom April 1974 war von einem Lied ausgegangen, mit dem Portugal in jenem Jahr beim Grand Prix vertreten gewesen war. Seitdem bedeutet für die Portugiesen das Wort Freiheit viel, was auch in ihrem Lied zum Ausdruck kommt. Portugal war der Grund, warum mein Bruder sterben musste. Portugal ist der Herzschlag meines Liedes. Portugal ist reif geworden und kennt die Bedeutung des Wortes Freiheit. Hier kommt der Dirigent für Portugal, José Calvário. Portugal foi a razão porque dia morreu meu irmão. Mas também é coração a bater nesta canção. Não sei bem de onde eu nasci, não descobri nem pai nem mãe. Só sei que já nasci aqui e foi aqui que eu fui alguém. Portugal no Coração, gesungen von Os Amigos. In den letzten 10 Jahren haben englische Interpreten allein dreimal beim Grand Prix gesiegt. 1967 war es die barfüßige Sandy Shaw mit Puppet on a String. 1969 Lulu mit dem nicht besonders originellen Titel Boom Bang a Bang. Und im letzten Jahr 1976 in Den Haag die Gruppe Brotherhood of Man mit Save Your Kisses for Me. Und da die siegreiche Nation jeweils die Veranstaltung im nächsten Jahr ausrichtet, findet der Grand Prix diesmal in London statt. Lindsay DePaul und Mike Moran singen für England und spielen an 2 Klavieren. Es ist ein sehr kommerziell gemachtes Lied, das die beiden geschrieben haben. Die Melodie geht sofort ins Ohr. Ja, man meint fast, sie schon einmal gehört zu haben. Auf jeden Fall ist dies die Musik, die bisher von den Jurys viel Beifall, sprich Punkte bekommen hat.
Rock Bottom heißt das englische Lied, was sinngemäß übersetzt so viel heißt wie am Boden liegend. Der Taxichauffeur, der uns heute ins Conference Center hinausfuhr, meinte mit seinem trockenen Cockney-Humor, wenn England schon wirtschaftlich am Boden liegt, sollten sie nicht auch noch singen, Where are we? Wo sind wir? Rock Bottom. Das Eurovisionsorchester wird von Ronnie Hazelhurst dirigiert mit Schirm. Begreiflicherweise viel Beifall vom englischen Publikum hier in Wembley für den englischen Beitrag Rock Bottom von Lindsay DePaul und Mike Moran. Ja, und nun zu den Griechen, die diesmal mit einer großen Delegation angereist sind. Die Kommentatorin des griechischen Fernsehens hat 7 Jahre lang die Veranstaltung aus Athen vom Bildschirm kommentiert. In diesem Jahr wollte sie auch live dabei sein, vor allen Dingen natürlich, um an Ort und Stelle Informationen zu sammeln, ohne die ein fundierter Kommentar schlecht möglich ist. Für Griechenland singen Paskalis, Mariana, Robert und Bessie. Paskalis ist in Deutschland als Konstantin Paskalis bekannt. In Griechenland gehört er zu den populärsten Schlagersängern, also zu der Gruppe, die sich bei uns oftmals weigert, an einem Schlagerwettbewerb teilzunehmen, weil sie einen Reinfall befürchtet. Mathima Solfège heißt das Lied, das Sevi Tiliaku und George Hatzinassios geschrieben haben, und die Griechen erhoffen sich viel von ihrer Musikstunde. Sicher werden sie besser abschneiden als in den vergangenen Jahren, als aus Griechenland Lieder kamen, die zu speziell waren, zu wenig eingängig für das breitere Publikum. Man mag bedauern, dass dieser sehr eigene griechische Touch verloren gegangen ist. Tatsache ist, wer gewinnen will, muss sich einer gewissen Norm, die die Jurys in den vergangenen Jahren gesetzt haben, beugen. Der Dirigent
ist der Komponist des Liedes, George Hatzinassios. Die Engländer scheinen begeistert zu sein hier in Wembley. Begeistert von der griechischen Musikstunde Mathima Solfège, gesungen von Pascalis, Bessie, Mariana und Robert. Und nun kommen wir zu Israel. Israel ist zwar kein europäisches Land, aber es ist dem Verband der Eurovision angeschlossen. Auch verschiedene nordafrikanische Länder wie Marokko und Tunesien könnten aufgrund ihrer Assoziierung mit der Eurovision am Grand Prix teilnehmen. Das haben sie bisher allerdings noch nicht getan. Israel aber war schon einige Male dabei. Unter anderem 1972, als es mit dem Gesangsduo Ilan und Ilanit den vierten Platz belegte. Das Duo Ilan und Ilanit hat sich inzwischen anscheinend getrennt und so wird Israel heute von Ilanit vertreten, der blonden Schönheit, die in Israel geboren wurde, also eine echte Sabra ist. Ilanit ist in Israel sehr populär, man nennt sie zuweilen die singende Botschafterin Israels. Text und Musik stammen von Eldad Schrem und Edna Pelek. Es dirigiert Eldad Schrem, der Komponist. Yashiru, Hashamayim.
kenne, kenne, se shuv mitnagen, se mershir yashan noshan, she hayom bo bishnayim nashir, bishnayim nashir, ki hashir lo nigmar, tamid hu yushar, tamid. Mit dem israelischen Beitrag. Von der Schweiz wurde das Pepe Lienhardt Sextett ausgewählt, die Eidgenossen beim Schlagerfestival in London zu vertreten. Dieses Sextett besteht seit 1968 und wurde einem größeren Fernsehpublikum in Deutschland als musikalisches Begleitorchester der Montagsmaler bekannt. Das Lied, das Pepe Lienhardt und sein Sextett singen und spielen werden, heißt Swiss Lady. Dabei führen sie ein ganz neuartiges Instrument in die Geschichte des Grand Prix ein, ein Alphorn. Als Kuriosität am Rande sei noch vermerkt, dass dieses Alphorn von einem Perser geblasen wird, von Mustafa Kafer Iadzimi. Swiss Lady gehört hier in London zu den ganz großen Favoriten und in der Schweiz steht die Schweizer Dame auch ganz oben in den Hitparaden. Komponiert und getextet wurde Swiss Lady von Peter Reber, der als Komponist, Producer und Mitglied der Gruppe Peter Su und Mark im vergangenen Jahr in Den Haag für die Schweiz einen bemerkenswerten vierten Platz errang. Dirigent ist Peter Jacques. Schlank und manchmal nahm er sie aus seinem Schrank. Dann machte er Musik und legte zärtlich die Hand um sie. Er spielte Rock'n'Roll, er spielte Dixieland und war bekannt als die One-Man-Mountain-Band. Er sagte, du sie allein ist die Welt voll Musik. Sie gibt mir alles und vergiss mich nie. Sie ist meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen. Ja, sie ist meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, weiß nur ein Alphorn klingt so schön. Nacht die Leute aufgewacht und haben sich beschwert. Dann hat er nur gelacht, er sagte, ich lade euch ein und wir feiern ein Fest, weil meine Lady noch nicht schlafen will. Sie ist meine Swiss Lady und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen. Ja, sie ist meine Swiss Lady
und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, weiß nur, ein Alphorn klingt so schön. Lady. Und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, der kann mich sicher verstehen. Sie ist meine Swiss Lady. Und ich ein Mann aus den Bergen. Und wer sie einmal gehört hat, weiß nur, ein Alphorn klingt so schön. Das Pepelin-Hart-Sextett sang für die Schweiz Swiss Lady. Schweden schickt 6 sympathische junge Musiker in die Arena des Wembley Conference Center. Die Chancen der Gruppe Forbes stehen in London nicht schlecht, denn sie haben ein sehr flott gemachtes Lied mit hierher gebracht. Es ist eine Ode an die Beatles, an die englische Popgruppe, die uns so viele schöne Lieder geschenkt hat. Yesterday, A Hard Day's Night werden im Text erwähnt, ebenso wie Ringo, George, Paul und John. Und in der englischen Fassung heißt es weiter, Grandma said, they're not bad, go ahead. Also sogar die Großmutter konnte den Beatles noch etwas abgewinnen. Die Gruppe Forbes singt heute in London auf Schwedisch. Es sind Peter Forbes, der Gründer und Leiter der Gruppe, Klaas Bure, Peter Björk und Anders Hector, alle aus Schweden, sowie Roger Capallo aus Frankreich und Kino Mariano, ein aus Stockholm gebürtiger Italiener. Musik kennt eben keine Grenzen. Texter und Komponist ist Sven Olof Bagge. Anders Berglund dirigiert den schwedischen Beitrag Beatles. Beatles gab uns die Musik. Yesterday war der Mappin. Melodie, yeah, yeah, yeah.
war der schwedische Beitrag Beatles mit der Gruppe Forbes. Für Spanien, das 1968 den Grand Prix mit La La La, gesungen von Maciel, gewann und das gleich im folgenden Jahr unter den vier Siegern von Madrid war, kommt jetzt Mickey mit seinem Lied Enséñame a Cantar. Mickey, dessen richtiger Name Miguel Ángel Careno Schmelter lautet, ist Sohn eines spanischen Diplomaten und einer Deutschen. Er ist mit seinen 33 Jahren schon ein alter Hase hier im Showbusiness. Im vergangenen Jahr kreierte er den Sommerhit Bye Bye Fräulein, der unzähligen deutschen Spanien-Urlaubern noch lange im Ohr klang. Und sein Lied für London liegt auf der gleichen Wellenlänge, leicht und eingängig gemacht für lässige Stunden am sonnigen Strand, ein rechter Ohrwurm. Sing ein Lied für mich, sing ein Lied für mich. Lass mich mit dir zusammen eine einfache Melodie singen. Der Text und die Musik stammen von dem Madrider Fernando Arbex. Der Dirigent für den spanischen Beitrag ist Rafael Ibarbia. Se iluminó su cara.